Betrachten wir die Limiteinstellungen am Beispiel des Volumens. Setup, Limit, Volume. Geben wir den Wert ein. Wenn wir die Funktion MaxValueOnly aktivieren, dann werden nur die maximalen Werte jeder Bar gefiltert. Die Auswahl der Barseite. Das heißt, wir können zusätzlich das Volumen der steigenden und fallenden Bars filtern lassen. High-Low und Open-Close Bar. Bestimmen wir dann die Schriftfarbe, die Hintergrundfarbe und die Rahmenfarbe der Clusters. Wir können auch den Zeitraum der Limitaktivierung bestimmen. Draw Size, das ist die zusätzliche Zeichnung der Clusters auf dem stark komprimierten Chartfenster. Geben wir zum Beispiel 5 ein. Weiter gibt es noch die Wahl des Zeichenhintergrundes. Ein Quadrat, ein Kreis oder ein Dreieck. Klicken wir New. Wir sehen jetzt das hinzugefügte Limit. Wenn wir das Limit ändern wollen, tragen wir dann zuerst die Änderungen ein und danach klicken wir Edit. Wenn wir ein neues Limit hinzufügen wollen, wechseln wir den Wert, die Farbe und klicken wir New. Wir sehen jetzt, dass das zweite Limit eingefügt ist. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Limitergänzungen und Veränderungen automatisch für jedes Instrument und Timeframe gespeichert werden. Dazu soll man Layout nicht erneut speichern. Man kann auch diesen Limitset speichern. Klicken wir Save und tragen wir den Namen ein. Ich habe zum Beispiel für verschiedene Ticks ein Instrument des eigenen Limitsets gespeichert. Betrachten wir genauer die Funktion DrawSize. Wenn wir den Chart verkleinern, werden die Limits auf jeden Fall widerspiegelt. Wenn wir diese Funktion ausschalten und 0 eingeben, dann sieht man sie bei dem stark komprimierten Chartfenster nicht so gut. Als nächstes ziehen wir in Betracht die Alerts-Einstellungen. Aktivierung des Signaltones bei der Alerts-Auslösung. Repeat, das ist die Wiederholung des Signaltones, bis wir ihn manuell nicht ausschalten. Log ist Alert-Widerspiegelung in der Liste Alerts Log. Es ist die Liste aller ausgelösten Alerts. Message ist das Fenster mit den Benachrichtigungen bei Alerts Auslösung. Focus ist eine Funktion, die das Fenster bei der Alerts Auslösung blinken lässt. Send ist der Versand der Benachrichtigungen auf die App über die Alerts-Auslösung. Sound ermöglicht eigene Audiodateien zu herunterladen. Auf derselben Weise funktionieren die Limiteinstellungen für andere Charttypen. Delta, Delta-Prozent, Bitrate, Sell-By-Imbalance etc.